Früher war das eine gute Tradition, dass in der Familie die Menschen ein Buch hatten, einen Ratgeber hatten, in dem konnten sie nachschlagen, was tue ich, wenn Fieber auftritt beim Kind. Und ich habe versucht, jetzt mit dem Hausbuch für Gesundheit eigentlich da eine Lücke zu füllen, die sowohl sich um naturheilkundliche Verfahren als auch um schulmedizinische Verfahren kümmert, aber auch Informationen gibt über Technik. Was ist ein Kernspintomograph, was ist eine Endoskopie, was ist ein EKG, was mache ich einfach nur bei einer Warze oder bei Hautjucken. Meine Vision ist sicherlich, Arzt und Patient sind Partner. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen. Und wenn ich mehr Wissen habe über mich selbst, über die Funktionsfähigkeiten meines Organismus, auch über die Reparaturmechanismen meines Körpers und gleichzeitig aber auch Wissen darüber, was auf mich zukommen könnte bei einer bestimmten Erkrankung, dann sitze ich ja selbstbewusst dem anderen gegenüber und kann dann mich austauschen. Eine Medizin zwischen Heilkunde und Naturheilkunde zu schaffen, die eben von leicht nach schwer uns auch letztendlich alle Möglichkeiten immer gibt. Deswegen auch das Hausbuch, um einfach immer zu zeigen, das kannst du selbst machen, da musst du zum Arzt, da gibt es aber beim Arzt die Möglichkeiten zwischen Naturheilkunde und schulmedizinischem Ansatz auch zu unterscheiden. Aber jetzt nicht ausschließlich, wieder schwarz-weiß, das Grau, das entweder das eine oder das andere, sondern sowohl als auch. Es gibt beispielsweise jetzt beim neuen Abenteuer des kleinen Medikus habe ich das ja so gemacht, dass das Nanolino, ein kleiner Junge, zufällig geschrumpft wird. Er ist sowieso schon kleinwüchsig und wird geschrumpft und der geht dann auf Entdeckungsreise und krabbelt dann beispielsweise ins Ohr. Ja, es ist der kleine Mann im Ohr. Hier ist das Trommelfell zu sehen und da hat er sein kleines Nanomobil. Und mit dem ist er da dorthin gefahren. Und ich nehme die Kinder mit auf diese Entdeckungsfahrt. Bei den Erwachsenen ist es jetzt nicht so, dass ich eine Abenteuergeschichte erzähle im neuen Hausbuch, sondern ich versuche dann eigentlich in die Welt der Anatomie, in die Welt der Erkrankungen direkt einzusteigen und dann die Informationen, die spannenden Informationen über gute Bilder, Sachbilder und Sachgrafiken eigentlich zu geben. Auf der anderen Seite eben Arztkollegen von mir und Ärztinnen zu Wort kommen zu lassen, um einfach die Krankheiten von leicht nach schwer für die ganze Familie abzubilden und da Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, aber auch genauso den Arzt zu fragen, was muss ich tun, was machst du? Und Ärzte, die da mitgewirkt haben, sagen dann aus den verschiedenen Fachdisziplinen, dann musst du A, B, C, D, E, F wirklich machen. Und das sind die drei Fragen, die musst du immer deinem Arzt stellen. So ist das Hausbuch aufgebaut.